Im historischen Lingener Rathaus wurde am 19. November eine Delegation, bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in 7 verschiedenen Ländern der Europäischen Union zu Hause sind, empfangen. Im Rahmen des Comenius-Projekts nimmt die Lingener Karl-Orff-Schule seit 2004 an verschiedenen Bildungsprogrammen teil. Der pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz fördert den Austausch mit Schulen aus Frankreich, Lettland, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern, wobei sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler einbezogen werden. Die zweite Bürgermeisterin, Monika Heinen, begrüßte die Gäste und gab einen Einblick in die Geschichte und die wirtschaftliche Situation der Stadt Lingen. Nachdem sich die Gäste ins Gästebuch der Stadt Lingen eingetragen hatten, traf man sich zum obligatorischen Fototermin auf der Rathaustreppe. Wir haben uns hier gerade im Alten Rathaus getroffen mit unserer Comenius-Gruppe, die uns in der Karl-Orff-Schule hier in Lingen besucht zurzeit, von Dienstag bis Sonntag. Idee dieses ganzen Projektes ist, dass die unterschiedlichen Schulen über Europa verteilt Partnerschaften bilden und sich gegenseitig besuchen, an gemeinsamen Themen arbeiten. Wir suchen und wir stellen uns vor, unsere gemeinsamen Kulturen, Feste, die wir feiern in den einzelnen Ländern. Teilnehmen tun die Länder Lettland, Zypern, Niederlande, Spanien, Portugal, Frankreich und Ungarn. Jetzt sind also insgesamt in diesem Jahr 40 Kolleginnen und Kollegen und Schüler zu uns gekommen. Während des Projektes erstellen wir gemeinsame Produkte, kurze Filmchen oder Präsentationen über die Heimatstadt, Präsentationen über die Feste, die in einem Land spezifisch sind, oder aber auch eben halt zum Beispiel das St. Nikolausfest, das wird in fast allen Ländern gefeiert. Da tauscht man sich aus, wie denn dieses Fest jeweils gefeiert wird. Das ganze Projekt heißt Comenius, ist ein europäisches Projekt von der Europäischen Kommission und wird von dort auch finanziert, sodass diese Mobilitäten und all die Arbeit auch finanziell abgesichert sind. Und dieses Projekt läuft über 2 Jahre, also von 2010 bis 2012. Da müssen wir schauen, ob wir dann nach diesem dritten Comenius-Projekt ein viertes wieder angehen.